So Leute, guten Morgen. Ich war schlafen, es ist 9 Uhr, ich wollte eigentlich viel, viel früher aufwachen. Aber weißt du was? Ist halt so. Ich muss das Video jetzt schneiden, was wir gestern gedreht haben. Ich muss die Rosentorte schneiden, ich muss noch meinen Vlog zu Ende schneiden, beziehungsweise zu Ende bearbeiten. Dann gehe ich kurz in den Shop. Kiki muss heute den ganzen Tag backen, backen. Kuchen wird die singen und dann backen. Ich nehme mir die Zeit und gehe dann einfach in den Shop, schaue da, was ich machen kann und mal schauen, was uns der Tag so bringt. Also, ich muss gleich auf jeden Fall Schnee schippen. Das wird bestimmt lustig. Boah, Kiki, was hast du wieder gezaubert hier? Wie lecker! Oh, Kaffee auch! Aber das ist nochmal, glaube ich, ein Ticken leckerer. Boah. Wrap mit was? Mit Eier? Wraps mit Eieromelette, Käse, Paprika und Zwiebeln. Bestes Frühstück, Leute. Bestes Frühstück. So, Leute. Ich mache hier gerade einen Spagat zwischen Shop-Account führen und irgendwie gucken, dass das auf Instagram glatt läuft und nebenbei noch Video schneiden. Und jetzt ruft mich Kiki hier zum Endszenen-Abschnitt. Kiki, bist du fertig? Ja. Was soll ich machen? Schneiden, antworten oder drehen? Ich brauche 6 Hände. Sehr, sehr, sehr schick, Kiki. So, Leute, wir haben gerade hier die Endszenen gedreht für das Video. Und jetzt essen wir weiter, ne? Leckeren Butterkuchen. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Aber ich muss sagen, Kiki, bei dir schmecken einfach alle Kuchen. Dankeschön, Hamza. Das ist lieb von dir. Bitteschön. Das war. Ich liebe dich. Oha. Ja. Ich dich auch. Brauchst du mich noch jetzt? Nein, ich brauche dich nicht mehr. Okay, ciao. Leute, ihr seid jetzt dabei bei einer heftigen Aktion. Wir ändern einfach komplett unser Label, ne? Layout. Unser Layout. Von der Haselnusscreme und darunter Schokocreme. Die Schokocreme ist auch noch nicht da. Aber wir haben uns gesagt, bevor wir die Schokocreme online stellen, beziehungsweise bevor sie produziert wird, wollen wir gerne ein anderes Layout schaffen, auch für die Haselnusscreme. Weil wir denken, der Name oder das Layout schöner ist. Ich habe es jetzt gedruckt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, gedruckt über einen Drucker bei mir. Also das ist, so wird es nicht aussehen. Da ist auch ein Farbverlauf, der ist eh nicht so. Aber das hat was mit dem Drucker zu tun. Ist nicht schlimm. Aber so können wir uns ungefähr vorstellen, wie das aussehen wird. So, das Etikett habt ihr ja schon mal gesehen. Kleben wir mal ein anderes Etikett drauf und gucken mal, wie das ungefähr aussieht. Spannend, spannend, Leute. Spannend, spannend. Da ruft mich jemand an. Hallo? Ja. Zu Hause. Ja, ich wollte kommen, aber ich schaff das nicht, Alter. Die ganze Zeit kommt irgendwas anderes dazwischen. So, Leute, was sagt ihr? Rechts oder links? Kiki's Cream Schoko oder Premium Schoko Creme? Ich finde, er sagt Kiki's Cream Schoko besser. So, das ist unser aktuelles Layout. Haselnusscreme sieht auch sehr, sehr geil aus. Aber wir wollen jetzt zum Schoko, der Schoko-Variante, was Passendes machen. Das würde jetzt nicht passen, weil da hier steht Schoko, Kiki's Cream Schoko. Das würde eher passen, aber wir wollen gerne einen englischen Namen haben. Fassen wir das jetzt damit an und gucken mal, wie das aussieht. So, Leute. Darf ich mal kurz was anmerken? Das war meine Idee mit dem Layout. Boah, Leute, das sieht doch mal geil aus, oder? Seid mal ehrlich. Also, Kiki, deine Idee war echt gut. Also, ich war ehrlich dagegen. Ich habe gesagt, nee, lass uns das doch bei Haselnusscreme belassen und bei Schokocreme. Ganz einfach, ganz Standard. Weil ich denke mir immer so, man sagt doch eher Schokocreme oder Haselnusscreme als Hazel oder Cream Hazel oder Cream Schoko. Aber das hört sich einfach geiler an. Und das sieht echt cool aus. Also, Kiki, da hast du echt mega. So, Leute, genau aus dem Grund machen wir diese Vlogs. Es macht einfach riesen Spaß, euch da mitzunehmen und zu zeigen hinter den Kulissen, was so ansteht. Gerade auch sowas. Sowas bekommt man ja gar nicht mit auf Instagram, also eher weniger. Und deswegen macht es ja umso mehr Spaß, das auch auf YouTube nochmal zu zeigen. Und jetzt, Leute, ich will raus, ich muss zum Shop und ich mache gerade was Cooles. Ich fülle das hier gerade mit heißem Wasser auf und kipp das gleich einmal übers Auto. So, Leute, ich bin gewaffnet mit dem Teigschaber und warmem Wasser. Miese Miesmuschel. Mit Teigschaber gelingt dir alles. Ey Leute, guckt euch das mal an, wo eine Schicht. Krass, so 3-4 cm mindestens sogar mehr. Das sind locker 5 cm. Leute, mit dem Teigschaber gelingt das alles. Nur 5,90. Solange der Vorrat reicht. Leute, ich muss gerade die Tür aufmachen. Ich komme nicht durch, das ist einfach Eis. Das ist einfach Eis dazwischen. Guckt euch das an. Hier ist eigentlich eine Lücke. Hier kann man eigentlich mit dem Finger durch. So, Leute, ich habe jetzt heißes Wasser aufgemacht, also warmes Wasser. Funktioniert richtig gut. Oh,
Ich komme nach Hause und direkt so leckeres Essen hier. Nudelauflauf mit Salat. Leute, sorry. Ich habe euch gerade gar nichts im Lager gezeigt. Es war einfach sehr, sehr stressig und die Kälte hat mich eh umgebracht, gerade im Auto. Ich habe, er sagt, meine Kamera sogar im Auto vergessen. Das war nicht gut. Ja, ich habe es total vergessen. Also. Hamsamets! Nein, das ist noch kein Outro. Kannst du aber gleich machen. Ach so! Wie machst du denn ein Outro? Wie? Ich dachte, du beendest den Vlog jetzt. Nein, mache ich nicht. Haben die Hamsack vorgeschlagen? Hamsamets! Das ist sein Markenzeichen. Also mein Markenzeichen ist der hier. Also Peace and Out, Jota. Langweilig. Also ich muss jetzt weiterschneiden. Und Kiki macht hier gerade ein Kurzvideo auf Instagram. Oder auf hier Pinterest, ich habe keine Ahnung. So, zeig mal, was du fabrizierst hier, Kiki. Schau mal, was Kiki hier gebaut hat. Way, way, way. Richtig professionell. Allein geschafft hat er was. Ja, komm, das bekommst du. Während Kiki jetzt hier ihr Relish macht, verziehe ich mich in den Kerker und schneide Videos. Und ich habe hier Datteln. Richtig lecker. Mit Stuhldatteln aus Palästina. Sehr, sehr, sehr lecker. So, Leute, ich esse jetzt Suppe. Aber bevor ich die Suppe esse, wollte ich gerne mal was sagen. Leute, einige von euch sind echte Füchse. Muss ich echt sagen, weil ihr habt mir geschrieben auf Instagram und Videos geschickt, Bilder geschickt. Einige Foodblogger und einige Menschen, einige Instagramer wollen uns ärgern bezüglich der Haselnusscreme. Was ich sagen will ist, es ist mir aufgefallen, es ist auch anscheinend anderen Zuschauern aufgefallen, deren Zuschauern anscheinend auch aufgefallen, die folgen, dass die Leute aggressive Werbung Richtung Haselnusscreme machen. Für andere Marken, beziehungsweise jetzt nicht für Kikis Haselnusscreme, sondern andere Marken in die Kamera halten, mit Stolz natürlich und aufzeigen, guck mal diesen Anteil und das und ohne Palmöl. Warum? Werdet ihr bezahlt von den Firmen? Ich glaube nicht. Ich vermute mal nicht. Ich bin mir eigentlich ganz sicher nicht. Aber die Leute machen das einfach, um irgendwie Steine in den Weg zu legen. Die wollen uns irgendwie, die gönnen uns einfach nicht. Die haben diese Arbeit nicht geschätzt, die wir gemacht haben. Diese monatelange Arbeit wollen die nicht schätzen. Und deswegen, gerade jetzt, weil Kiki gerade im Hype ist mit dieser Haselnusscreme und fast in jedem Haushalt zu finden ist mittlerweile, möchten die Leute jetzt irgendwie uns irgendwie das nicht gönnen. Und deswegen machen die gerne Werbung umsonst für andere Haselnusscreme. So, jetzt kommt's aber. Es ist ja alles in Ordnung. Sollen die machen, was sie wollen. Aber vorher hat es ja keiner gemacht. Also vorher hattest du einfach ein Rezept gehabt, du hast dann dieses Produkt benutzt, hast kurz in die Kamera gehalten, wenn überhaupt, normalerweise eigentlich nicht, normalerweise sind die meisten immer so, dass sie in neutralen Gläsern sind, aber jetzt auf einmal halten die das in die Kamera und sagen, guck mal Leute, so und so viel Haselnussanteil und guck mal, ohne Palmöl, ohne Gentechnik, ohne das, ohne dies und es ist mit damit. Ich check das nicht. Wieso auf einmal? Und dann kommt noch dieses, das bekommt ihr ganz günstig, preiswert, kostengünstig, da und da. Warum auf einmal? Ich check das nicht. Also, ich will das verstehen. Ich sehe das eher als Angriff auf uns. Das macht die voll unsympathisch, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie ich rüberkomme, ob ich jetzt unsympathisch rüberkomme, weil es mir auffällt, weil, ja, was denkt denn Hamza jetzt, nur weil die es machen? Aber es ist halt mir aufgefallen. Das ist halt auffällig. Wenn das vorher so wäre, da hätte ich auch nichts gesagt. Wenn die vorher alle ihre Haselnusscreme in die Kamera gehalten hätten und sagen, guck mal, ich bin Haselnussexperte, Professor so und so und so und so, das ist die Haselnusscreme. Aber es hat ja vorher niemand gemacht. Aber jetzt, wo Kiki ihre eigene Haselnusscreme rausgebracht hat, kommt diese Missgunst zustande und die Leute wollen irgendwie dann davon abgreifen vom Hype und auch irgendwie diesen Hype von Kiki irgendwie stören und am liebsten weghaben. Und deswegen kommt jetzt dieses, ja Leute, guck mal das und das, guck mal diese Creme. Und das sind Leute, die haben mit Kiki geschrieben oder die folgen Kiki oder haben damals Kiki gefolgt, warum auch immer die entfolgt sind. Aber es ist halt so. Es gibt halt diese Missgunst in dieser Szene und die ist echt extrem. Die ist echt extrem, von kleinen Bloggern bis großen Bloggern. Davon brauche ich doch gar nicht zu reden, aber es gibt nur so viele Fälle. Es gibt nicht nur in der Beauty-Szene diese Misskunst, es gibt die auch in der Foodblog-Szene. Das wollte ich mal gerne loswerden. Das wollte ich auch gerne mal sagen. Also mir ist aufgefallen, ich weiß, Leute, wir sind nicht doof. Kiki ist nicht doof, ich bin auch nicht doof. Mir fällt es auf. Und anscheinend auch anderen Leuten. Also eure Zuschauer fällt es auch auf. Also ich weiß nicht, warum ihr diese Reaktion macht. Keine Ahnung. Also Leute, ganz ehrlich, gönnt doch einfach. Wenn ihr gönnt, kriegt ihr das Doppelte zurück. Ich verspreche es euch. Und ich schwöre es euch. Und deswegen sind wir da, wo wir jetzt stehen. Deswegen haben wir gerade diesen Erfolg, Kiki und ich, weil wir gegönnt haben. Und wir gönnen auch weiter. Und Leute, egal was ihr macht, meine Suppe schmeckt immer noch. Ihr könnt uns die Suppe nicht versalzen. Also, Leute, ich wollte mal so ein Statement geben, mal so ein Real Talk Video. Ich weiß gar nicht, was Kiki davon hält, aber ich wollte es gerne mal sagen. Wenn das Video online geht, dann wisst ihr Bescheid. Da weiß Kiki, hat die Daumen nach oben gegeben. Wenn nicht, dann sieht ihr es niemals. Aber ich denke mal schon, dass es online gehen wird. Also, Leute, in dem Sinne, peace and out. Sonntag kommt ein neues Video online und das wird richtig lustig, wie immer eigentlich. Folgt, abonniert und gönnt einfach. Leute, gönnt. Bitte. Danke, ciao. Leckere Harira-Suppe, Leute. Das wird im Kochbuch auch vorkommen. Bye, bye. Also, das wollte ich euch nicht entgehen lassen hier. Ich habe jetzt die Hälfte aufgegessen und die schmeckt echt mega gut.